Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, schon wieder Sonntag und was für einer, so richtig warm. Man sieht es hier mir im Gesicht an. Ich habe schon richtig Farbe gekriegt. Das habe ich mir natürlich bei mir in meinem Verein geholt. Dort war Sliptermin, die Boote sind im Wasser. Und bei dem Wetter kriegt man langsam wieder Farbe überall. So, ja, eigentlich kann überhaupt niemand behaupten, dass in Borgheide nichts los wäre. Ich habe hier einen ganzen Zettel vor mir voll mit Informationen und glücklicherweise scheint ja Borgheide News TV mittlerweile viele Korrespondenten zu haben, die uns von überall mit Nachrichten versorgen. Wollen wir gleich mal anfangen, damit wir das hier alles gut über die Bühne kriegen und ich hoffe, wir haben nachher auch nichts vergessen, weil das ist tatsächlich viel gewesen, was ich da so gesehen habe. Anfängt das mit dem Jugendraum Borgheide, haben wir natürlich hier auch schon ein Bildchen mit reingepackt, wie uns der Andreas Trunschke in der Facebook-Gruppe und natürlich auf seiner Seite Zauche 365 wissen ließ, hat sich der Jugendraum Borgheide um seinen Sozialarbeiter Stefan Güthoff wieder an der 48-Stunden-Aktion der Berlin-Brandenburgischen Landjugend beteiligt und am Wochenende mit 10 Jugendlichen ihren Jugendclub verschönert. Der Stefan freut sich natürlich, so wird der Club für die Jugendlichen immer mehr zu ihrem Club und er sagt, er nimmt mit den Jugendlichen regelmäßig an der Aktion teil und meint auch, bei uns ist immer Aktionstag. Wer mehr darüber lesen will, kann das gerne tun, geht einfach auf Zauche 365. Ich blende nochmal die Adresse hier ein, Zauche 365. Dort könnt ihr mehr dazu nachlesen. So, der nächste Korrespondent von Borgheide News TV war der Frank Schelk, seines Zeichens beim BSV 90 unterwegs, immer mit dem Fußball und hat mir hier einen Spielbericht zusammengestellt. Und zwar nach der knappen Niederlage von letzter Woche gab es heute eine Wiedergutmachung. Nach 2 Toren von Maddox sowie jeweils ein Tor von Jakob Collin und Aeni, ein 5:4-Sieg gegen Stahl Brandenburg. Nach anfänglich relativ ausgeglichenem Spiel dominierte Borgheide das Geschehen. Zwischen der 5. und 20. Minute in der zweiten Halbzeit fehlte zwar etwas die Luft, Konzentration sowie die Positionstreue, sodass Stahl bis auf 5:4 aufholte. Insgesamt eine klasse Leistung sowie ein spannendes Spiel. Das waren die Kiddies vom BSV 90, die dort gespielt haben. Dann kam eine Information von der Doreen Mika rein, auch hier mit Bildern, die ich euch hier zeigen werde, und zwar über die Turn- und Sportgemeinschaft Brück e.V. Auch das lese ich einfach schnell mal vor. Am Sonntag, den 21.04.2018, fanden in Treuenbrietzen die Kreismeisterschaften im Geräteturnen statt. Geturnt wurde am Balken, Reck, Boden und Sprung. Mit dabei waren auch Mädchen aus der Hans-Grade-Grundschule Borgheide, die für die Turn- und Sportgemeinschaft Brück e.V. an den Start gehen. Hanna Bragula und Stella Otto aus Borgheide waren zum ersten Mal bei der Kreismeisterschaft dabei und konnten in der Wertungsgruppe P2 mit ihrer Mannschaft, zu der außerdem Jasmin Wilsch und Mia Falkenthal gehörten, einen guten 5. Platz erringen. Die erste Mannschaft der TSG mit Anna Büttke, Mayra Büttke, Mialena Tietz und der Borgheiderin Luisa Mika konnten hier den Kreismeistertitel für sich beanspruchen und auch im Einzel konnten hier Erfolge gefeiert werden. Luisa Mika aus Borgheide belegte im Einzel dieser Wertungsgruppe von 25 angetretenen Mädchen den 3. Platz. Sie freute sich riesig mit ihrer Brückerfreundin Anna Büttke, die hier einen hervorragenden 2. Platz errang. Fariba Sharifi, Nadira Kranepool, Luise Jacobi und die Borgheiderin Ari Siegmund hatten mit ihrer Mannschaft in der Wertungsgruppe P3 ebenfalls mit einem 2. Platz einen Riesenerfolg und das, obwohl einiges, was sonst im Training klappte, im Wettkampf wegen der großen Aufregung missglückte. Sie freuten sich auch mit ihren Vereinskolleginnen aus der 2. Mannschaft, die mit dem 4. Platz von 8 angetretenen Mannschaften nur knapp das Treppchen verfehlten. Übrigens für euch zur Info, wenn ihr es auf den Bildern seht, die TSG sind die in den schwarzen Anzügen mit den gelb- und orange-roten Streifen. So, das dazu. Dann kommen wir nochmal zur DLRG. Die Janina Kaiser hat uns auf der Facebook-Gruppe mitgeteilt, dass die Hüpfburg der DLRG aus dem Winterschlaf geholt wurde, gereinigt und getestet. Auch hier ein Bildchen für euch.
und für einen Top-Zustand befunden wurde. Somit kann in der 2018er Saison, also könnt ihr in die 2018er Saison starten und im näheren Umkreis mit Anfahrt und Aufbau für 75 Euro diese Hüpfeburg mieten. Da schon einige Termine vergeben sind, bittet die DLRG um rechtzeitige Anfrage, entweder bei Frank Wiens oder per PN an Janine Kaiser. Sie leitet das dann weiter. So, dann gibt es natürlich noch die nächste Information. Habt ihr sicherlich schon gehört, auch in der Facebook-Gruppe gesehen. Diesmal von Florian Katz und zwar vom Baum und Borke. Es gibt nämlich 2018 ein Baum und Borke Open Air hier in Borkheide. Dazu kam eine Pressemitteilung rein. Und zwar wird am Samstag, dem 4.8. ab 12 Uhr auf dem Flugplatz in Borkheide das Baum und Borke Open Air Premiere feiern. Auf dem Flugfeld neben der Landebahn wird zwischen der historischen IL-18 und anderen Flugexponaten ein musikalischer Rock-Pop-Event für Jung und Alt präsentiert, den es in dieser Region in dieser Form noch nicht gegeben hat. Es gibt natürlich neben zahlreichen handverlesenen gastronomischen Angeboten aus der Region und einem vielseitigen Kinder- und Familienprogramm am Nachmittag deutschlandweit bekannte Bands und Künstler auf der Hauptbühne des Open Air. Der Veranstalter des Events ist der Tumult e.V. aus Potsdam, seinerzeit seit Jahren in der Clubszene in Potsdam als gemeinnütziger Veranstalter aktiv. Ich denke, wir werden uns da nochmal genauer drüber unterhalten und kommen da nochmal drauf zurück, denn bis zum 4.8. ist ja noch eine ganze Weile hin. Deswegen erstmal dazu. Die nächste Aktion ist am 28.04. und zwar vom Tourismusverein Zauche Fleming. Da gibt es das Frühlingsfest im Amtsblatt und auch hier ein Bildchen für euch. Vom 28.04. von 14 bis 17 Uhr, unter anderem natürlich mit der Line-Dance-Gruppe Borkheide vom SV 90 und dem Waldbadverein sowie dem Borkwaldes Schmuckkästchen. Dann möchte ich nicht vergessen mitzuteilen, dass auch der besondere Abend mit einer nächsten Veranstaltung ins Haus steht und zwar schon am 26.05. um 17 Uhr. Einlass ist da 16.15 Uhr. Das ist Edda, ihre 20. Veranstaltung, das 20. Jahr, Entschuldigung, das 20. Jahr, der besondere Abend. Und diesmal gibt es einen Liederabend mit Pelageia Kurenaia, schwer auszusprechen, Sopran und Anastasia Galenina am Klavier. 20 Jahre, der besondere Abend und das findet statt in der Hans-Grade-Grundschule im Musikraum. Auch da gibt es sicherlich noch Informationen dazu, bevor es soweit ist. So, nun möchte ich doch langsam zum Ende kommen und wie immer am Ende gibt's das Wetter. Matze, bitte. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, ich genieße hier am Sonntag die letzten Sonnenstrahlen dieser doch fast sommerartigen Woche. Wir hatten ja ordentliche Temperaturen und das hat auch richtig Spaß gemacht bei dem Wetter. Man konnte wieder raus um einen rum in den Bäumen, summen die Bienen wie verrückt und die Hummeln. Hier haben wir zum Glück noch eine ganze Menge, richtig toll. Ja, jetzt sagt bloß nicht, ich bin schuld, weil ich jetzt sage, die nächste Woche geht leider nicht so weiter. Nein, ich bin nicht schuld, weder ich noch Lutze. Ich schiebe es auf den Wetterdienst, die haben immer Schuld. Egal, Temperaturen gehen ein bisschen zurück. Montag früh wird es wahrscheinlich noch rausregnen. Mittwoch nochmal ein riesengroßer Regenschauer hier durchziehen. Und die Temperaturen werden nachts zwar noch nicht ganz so tief gehen, so 8, 9 Grad. Und tagsüber, naja, wenn wir Glück haben, treffen wir die 18 Grad. Ansonsten kann es auch durchaus mal bei 12 Grad enden in der Woche jetzt. Wie gesagt, die Wiese braucht das Wasser und die Blumen und die Bäume. Wir schauen mal, dass es danach auch wieder aufwärts geht. Wir hatten ja den Frühling vermisst. Nächste Woche Frühlingswetter. Kommt gut durch. Tschüss. Ja, vielen Dank, Matze. So wie man sehen kann, geht's dir da richtig gut unter der Baumblüte. Und genau, du hast natürlich recht. Nicht du bist schuld am Wetter und auch nicht ich, sondern das Wetter machen ganz, ganz andere. So, das soll's natürlich heute an dem noch schönen Tag, Gewitter soll ja noch kommen heute, gewesen sein. Wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuschauen und wie immer hier bei Borkheide News TV. Tschüss, euer Lutze.